Mach dir mal keine Sorgen. Du hast eine so markante Visage. Also lass dir nicht einfallen, mich zu verarschen. Okay, das hat ja geklappt. Aber nur in dieser Version. Ansonsten geht das nicht. Der erzähle ich gar nichts mehr. Sehr schön. Du siehst recht mitgenommen aus. Lange nicht geschrieben. Zu lange. Komm ruhig näher. Wirklich? Zeig mir deine Ware. So, die Gute hat auch ein schönes Inventar. Das haben übrigens alle Händler in dieser Version. Die haben alle viel mehr zu verkaufen. Vor allem hier Kochlöffel und Krautstampfer. Das werden wir später brauchen, wenn wir selber kochen wollen. Er sollte lieber den Mund halten. In meiner Version geht's aber auch. Ja, ja. Das ist richtig. Du spielst ja wahrscheinlich diese Version hier. In anderen Returning-Versionen geht das nicht. Das ist ja schrecklich. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Das weiß doch inzwischen jeder. Das ist ja schrecklich. Das ist doch mal Ausblick, oder? Sehr geil. Das habe ich schon immer gesagt. Ahoi, du Jackie Boy. Siehst mal. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Was macht. Bla bla bla. Und tschüss. Rio, welche zwei Videos? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, du meinst die Rückkehrvideos von Trasegé? Was machst du hier? Mein Name ist Datu hier neu. Sie ist sie. Zudem habe ich durch meine alten Beziehungen zur Händlergilde komme ich ab und zu an wirklich seltene Artefakte heran. Also, du solltest schnell zuschlagen, bevor die Preise wieder nach oben steigen. Ja, die wurden ja mit Absicht gelöscht, weil ja 2.0 bald released wird. Stimmt es, dass Bewohner der Stadt einfach verschwinden? Das habe ich. Sie, die kein. Es wurden aber nicht alle gelöscht. Ein paar sind noch da. Also, ich habe noch Zugriff auf einige. Und es wird noch viel schlimmer. Zeig mir deine Karten. Ist das wirklich wahr? So, der gute Brahim verkauft jetzt auch ein paar sehr schöne Sachen außer Karten. Das sind halt sehr besondere Sachen, wie hier. Schwarze Perle oder Sextant. Ist aber natürlich alles sehr, sehr teuer. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Alles klar, Senpai. Sie ja. Hey, du. Boah, ich will endlich questen, ne? Was machst du? Ich baue hier ein aber so wie es muss. Warum hast du... Bald werden die... Wie kommst du da? Junge, ich sage dir, die sind hier... Kann ich dir irgendwie... Ja, das... Und ich... Es wurde... Dringend... Ich muss... Was ist denn so... Die Org... Ich wollte ja... Das Größte... Um ihr... Warum wird der... Ach, aber ich meine... Als ob... Des Weit... Dir fehlt ein Arbeiter? Ja, das faule Schwein macht... Wann hast du Monty das letzte Mal gesehen? Er ist schon mindestens 2 Tage nicht mehr... Es sind noch mehr Leute verschwunden, hab ich... Na, das sag ich doch. Der Fischer Farim... Da... Okay. Das hätten wir natürlich auch geschafft. Jetzt fehlt noch unser Lieblingshäuschen und dann noch Halvar. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier, Seefahrer, und du, komm rein. Ja, wir kommen rein, keine Sorge. Hallöle. Hier geht's ja richtig ab, ey. Ich hab für so etwas keine Zeit. Wirklich? Das ist ja interessant. Das ist Miley. Mein absoluter Favorit. Hey, du. Ich bin beschäftigt. Das interessiert mich. Gut, mal gucken, was da oben noch so abgeht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ach, guckt euch den mal an. Ich könnte dir Sachen erzählen. Und hat sich auch noch eine ausgesucht. Die zu seiner Hautfarbe passt. Das ist doch kein Geheimnis. Ich könnte dir Sachen erzählen. Das hat er schon immer gesagt. Was du nicht das interessiert sagst. Mich. Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen.
Okay, die Mädels kosten 200 Goldstücke. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will weg... Nicht volljährig. Ich meine vollzählig. Ach so. Ja, ich habe es auch schon. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Ich gehe davon ab, das Miststück, wenn ich sie zu fassen... Was geht dir? Okay. Jetzt noch kurz zu Halvor. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Und dann hätten wir es geschafft, endlich. Das ist eine schlimme Sache. Kannst du was über die Familie... Die sehe ich dann, wenn er... Das ist doch alles nur Gerede. Zeig mir deine Fische. Ich glaube ja nicht. Okay. Findet einfach zu viel. Sehr schön. Somit hätten wir dann mit allen gesprochen. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Dann können wir direkt weitermachen, und zwar bei Farim und Martin. Dann würde ich sagen, gehen wir noch ein bisschen jagen, und zwar mit Laris. Du bist Fischer? Wie hast du das bloß? Kannst du mich nicht einfach... Nimm's mir nicht übel. Ärger mit der Miliz? Die Mistkerle kommen ständig. Letzte Woche haben sie... Ich weiß ja, dass... Da kommt es schon mal... Aber wenn das so weiter... Hast du mit den Part... Machst du Witz? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich weiß nicht. Die Paladine werden mir... Ich werde sehen, was ich... Gut. Dann gehen wir mal eben kurz zu Martin. Wir sollten vielleicht auch mal speichern. Mann, ich bin da wirklich sehr, sehr nachlässig und kein gutes Vorbild. Ich meine, ihr seht es ja, ne? An sich läuft das Spiel bei mir sehr, sehr stabil. Hey, du! Was gibt es denn hier? Du stehst hier im... Ich bin hier der Proviant, also behalte... Ich kann das nicht glauben. Kannst du mir etwas... Du willst was? Passiert das öfter? Solange der... Verstehe. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen... Farim benötigt... Verstehe. Fischer, sag deinem... Ich werde mich darum... Gut, dann wieder zurück. Zu dem guten Fischer. Hey. Ich habe die Lösung deiner... Und wie sieht ihr ab? Martin. Und du meinst, er kann... Hat er zumindest... Gut. Ich habe diesen... Ich glaube zwar nicht, dass... Kannst du was über die vermissten Leute... Mein Freund William. Eines Tages kam er einfach... Dein Kumpel William ist... So ist es. Er ist zwar Fischer, er hätte sich eben nicht mit diesen Typen einlassen sollen. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das ist gerade ein paar Tage her. Ist er nicht vielleicht einfach nur zum Fischen? Das kann nicht sein. Was hat er denn so getrieben? William hat krumme Geschäfte. Ich glaube, es ging dabei um... Er wird schon wieder auftauchen. Das glaube ich nicht. Ich fürchte... Von welchen Typen redet? Ich weiß nicht, wer sie sind. Ich kenne nur die Stelle. Ich habe William dort nur... Wo genau ist denn diese Stelle, wo sie sich getroffen haben? Auf der gegenüberliegenden Seite vom Hafen, von hier aus in Richtung Norden, ist eine Bucht. Man kann sie nur mit dem Boot erreichen. Oder man schwimmt dorthin. Dort gibt es einen Strand und ein kleines Fischerlager. Da habe ich sie gesehen. Gut, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Kann ich eigentlich im laufenden Spiel diesen Titel da ändern? Ich meine, wir werden bestimmt noch eine Stunde spielen oder sowas. Dann würde ich das einfach mal machen. Über den Zweit-PC. Dann muss ich hier nicht aus dem Spiel raus. Ist mir gerade mal so eingefallen. Ich denke, ich habe genug gehört. Mach dir keine Mühe. Ich glaube nicht, dass du ihn... Oder ich lasse es einfach. Ist jetzt nicht so wichtig. Mach mal's beim nächsten Mal.
Hey. Du suchst den... Sagt wer? Sagt was? Oh. Nicht viel. Ach. Sagst du mir... Pass auf. Und einig... Aber wenn du... So, das kennen ja die meisten schon aus Vanilla. Was ist... Wir außerdem vielleicht... Da ist ja nichts Neues dabei. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. So, der Gute hat, Molerat-Fett. Das werde ich jetzt sofort kaufen, auch wenn wir das erst viel, viel später brauchen. Aber man vergisst das immer wieder gerne. Keine Ahnung, sag du es mir. So, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben, glaube ich, mit allen gesprochen hier. Von mir in diesem Viertel. Jetzt fehlt nur noch das obere Viertel, aber das kann noch ein bisschen warten. Wir werden jetzt noch Laris über die Ablösung informieren. Und dann kann es eigentlich losgehen. Boah, wenn ich mir überlege, wir hätten jetzt alle Dialoge durchgegangen, dann wären wir bis morgen Abend noch nicht fertig gewesen, ne? Unglaublich. Hallo, Conjurus. Ja, das ist eine neue Rüstung aus der Rebalance. Aus der deutschen Rebalance, die gibt es auch nur da. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ab... Ah, sehr gut. Mein Aquamarin... Ich ver... Weißt du etwas über ein... Du kannst fragen. Natürlich gibt es... Und jeder Klein... Weißt du, wo ich die Diebesge... Nichts gegen dich. Diese Leute reagieren, wenn du dich mit... Okay. Einmal kurz Quickie. So, dann würde ich sagen, werden wir mit Laris ein bisschen spazieren gehen. Okay, lass uns... Wohin? Zu Onas Hof. Dann wollen wir mal. Folge mir. Ja, lieber Kurz, Returning ist halt das Nonplusultra, was Modifikationen für Gothic 2 angeht. Und sobald Returning 2.0 draußen ist, dann wird es keine Modifikation mehr geben, die das übertreffen kann. Ich muss mich auch ein bisschen für meine Versprecher entschuldigen. Das Problem ist nur, meine Freundin ist hamburgerisch und ich bin eigentlich Schwabe und lebe zusätzlich noch in Köln. Aber ich versuche halt dauernd irgendwie Schwäbisch zu sprechen und dann kommt alles durcheinander. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. So, man kriegt jetzt auch bei dieser Version die vollen Erfahrungspunkte, wenn man einen Begleiter dabei hat. Gefällt das euch eigentlich mit diesem Patch hier? Mit diesem Livair-Grafik-Patch? Habe ich jetzt noch gar nicht in die Runde gefragt, wem das alles so gefällt hier. Ja, Rio, da muss ich dir zustimmen. Also die Rebalance bringt ja auch ein paar neue Texturen mit bei, aber die sind alle dem Original-like gehalten. Deswegen gefällt mir das auch so. Ich habe das ja auch nicht mit Absicht gemacht mit diesem Grafikpad.